Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute mal aus dem Auto, mal ganz spontan. Ja, folgendes. Es ging ja jetzt die ganze Zeit rum, dass wir hier neue Fahrradgesetze kriegen, beziehungsweise dass neu zugelassene Fahrräder stärkere Bremsen brauchen, dass Fahrradanhänger gebremst sein müssen und dass es wohl ein Gewichtslimit von 50 bzw. 60 Kilogramm geben soll. Ja, nach neuesten Informationen ist das Ganze jetzt wohl vom Tisch. Ja, ich dachte ja bei meinem letzten Video tatsächlich noch, dass das Ganze ohnehin nur Falschinformationen sind, da der ADFC mir diese Informationen gegeben hatte. Aber ja, wie sich herausgestellt hat, war das wohl keine Falschinformation. Darüber wurde tatsächlich diskutiert. Genau. So, jetzt ist es wie folgt. Ja, es gab wohl einen großen Aufschrei, weswegen das Verkehrsministerium jetzt wohl nachgegeben hat. Denn es hätte ja bedeutet, dass Kinderanhänger und so weiter alle gebremst sein müssten, weil das Gewichtslimit wäre schwer einzuhalten tatsächlich. Ja, dass das Ganze vom Tisch ist, verlinke ich euch unten drunter mal. Da gibt es mehrere Links, und zwar vom Spiegel zum Beispiel und noch von einigen anderen Quellen. Genau. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall mal noch ein schönes Wochenende und fahrt schön raus und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Pfälzer. Ciao.